Heute koche ich, morgen backe ich, übermorgen fällt mir auch noch etwas ein. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Ich bin heute wieder allein. Einen wunderschönen guten Abend miteinander. Ja, meine Lieben, ich bin wieder heute Abend allein. Das heißt, ich filme und ich koche gleichzeitig. Und deshalb gibt's auch nichts Umständliches, sondern nur was Kleines. Marco ist arbeiten und wenn der nach Hause kommt, möchte ich als liebe, brave Hausfrau natürlich ihm was Leckeres zum Essen präsentieren. Zuerst möchte ich noch jemanden vorstellen. Das da oben in der Ecke, das Schaf, was ihr seht, das ist Katrin, auch Kathi genannt. Und Kathi wird mich heute ein bisschen unterstützen. Kathi ist ein Schäfchen von einer sehr guten Freundin namens Katrin, deshalb heißt das Schaf auch Katrin. Und ja, weil ich mich halt die meiste Zeit, wenn ich in der Wohnung bin, in der Küche aufhalte, ist halt Kathi auch mit in der Küche. Die andere kennt ihr schon hier, meine Jenny, die da hinten sitzt, die kennt ihr schon. Und zu dritt zaubern wir jetzt was Leckeres zum Essen. Ich zeige euch mal, was wir für Zutaten brauchen. Eigentlich nichts Großartiges, Spektakuläres. Wir brauchen lediglich einen schönen großen Kopf Blumenkohl. Wir brauchen Semmelbrösel oder Paniermehl. Wir brauchen frische Eier. Wir brauchen Salz, Pfeffer. Und in dem kleinen Döschen neben dem Pfeffer steht Muskatnuss. Die müssen wir nachher noch reiben. Ja, und ansonsten, es gibt noch dazu Reis. Reis oder Nudeln, weiß ich noch nicht. Mal sehen, was ich mache. Aber ich habe schon so oft Reis gemacht, wie man das macht. Könnt ihr euch woanders angucken. In anderen Videos, die ich gemacht habe. Und auch Nudeln sollte ich, oder gehe ich davon aus, dass das jeder irgendwie kochen kann. Also kümmern wir uns jetzt um den Blumenkohl. Los geht's! Als erstes habe ich außen die ganzen Blätter abgemacht. Und schneide nun von dem Strunk in der Mitte schöne große Röschen raus und lege die hier auf ein Sieb in den Topf. Der Topf ist leer, also bis auf das Sieb und die zwei Köhlchen, die ich dann schon drin habe. Und ja, ich mache jetzt erstmal hier vom Blumenkohlstrunk in der Mitte die ganzen großen Röschen ab. Die kleinen Röschen braucht man nicht, wir brauchen nur die großen. Die kleinen Röschen hebe ich mir auf und mache davon Blumenkohlsalat. Wenn ihr die Röschen schneidet, schneidet am besten hier oben rein, ich zeige es euch mal, so ein kleines Kreuz rein. Sieht man das? Ja, ne? Man sieht das Kreuz. So ein Kreuz rein, dann wird der Strunk schneller weich. Wenn ihr den Strunk im Ganzen lasst, dauert es länger, bis da das heiße Wasser nachher durchdringt. Und wenn ihr ein Kreuz reinschneidet, geht das schneller. So, ich habe den ganzen Blumenkohl jetzt hier reingemacht. Der Strunk, der in der Mitte war, den habe ich hier beiseite gelegt. Der ist für die Naschkatzen, schmeckt genauso wie Kohlrabi und kann man auch roh essen, kein Problem. Und die Naschkatze heute bin ich, Marco ist ja nicht da. Und jetzt gieße ich hier, ich hoffe, ich kriege das einhändig hin, heißes Wasser aus dem Wasserkocher, habe ich frisch gemacht, hier schön über den Blumenkohl. Deshalb ist nämlich das Sieb drin, dass der Blumenkohl nachher nicht die Vitamine im Wasser verliert, sondern dass die schön hier im Blumenkohl drin bleiben. Dann nehme ich ungefähr eine halbe Handvoll. Also ich zeige es mal, so viel ungefähr. Und streue das über den Blumenkohl drüber, das ist Salz. Zack, zack, zack. Schnell den Deckel drauf. Und dann packe ich das Ganze schön in eine warme Decke ein und lasse das in der Decke circa eine halbe Stunde stehen. Also mit dem heißen Wasser zusammen in der Decke eingehüllt. Schön eine halbe Stunde stehen lassen. In der Zwischenzeit kann ich andere Hausarbeit machen, kann mich faul hinfläzen oder Fernsehen gucken. Was auch immer, auf alle Fälle sehen wir uns in einer halben Stunde wieder. Den Blumenkohl habe ich jetzt wieder hervorgeholt. Den hatte ich schön in meine Decke eingepackt. Und im Bett ist es jetzt schön warm. Das heißt, wenn nachher der Marco nach Hause kommt, hat er ein schönes, warmes, angewärmtes Bettchen. Und ich paniere jetzt den Blumenkohl. Ich habe hier drei Eier in einen Teller geklopft. Die verquirle ich mit einer Gabel und gebe dann zum Würzen dazu ein bisschen Salz, Muskatnuss, die muss ich noch reiben, deshalb liegt die Reibe da, und ein bisschen Pfeffer. Das mache ich alles an das Ei ran
Und dann tauche ich den Blumenkohl zuerst ins Ei, dann ins Paniermehl und lege ihn dann hier auf dem Teller ab. So, das Ei ist gewürzt und los geht's. Wir nehmen uns ein Blumenkohlröschen. Wie gesagt, die sind jetzt nicht ganz weich, weil ich habe die ja nicht gekocht, sondern sind großzügig al dente, also noch ein bisschen knackig. Und das sollen sie auch sein. Und dann wende ich die hier im Ei schön hin und her, gebe den sozusagen eine kleine Eidusche. Dann, wenn die einmal schön mit Ei bekleckert sind, ab ins Paniermehl. Das Paniermehl bleibt ja jetzt durch das Ei schön kleben. Und dann lege ich die hier auf meinem Teller ab, dass ich die nachher alle schön gleichzeitig braten kann. Also, bis gleich. Ich habe jetzt die Blumenköhle alle schön paniert. Seht ihr hier auf dem Teller? Bisschen Ei und bisschen Paniermehl ist übrig geblieben. Da mache ich wieder ein falsches Schnitzel für den Marco. Also einfach Ei und Paniermehl mischen. Und das Ganze nennt sich dann falsches Schnitzel und wird in der Pfanne gebraten. Ne? Das kriegt dann der Marco. Und hier seht ihr ja die ganzen kleinen Röschen. Die sind übrig. Daraus mache ich Blumenkohlsalat. Wie ich den gemacht habe, habe ich schon mal im Video gezeigt. Aber wen es interessiert, Blumenkohl gibt es ja nur häufiger zu kaufen. Mache ich auch gerne nochmal einen Blumenkohlsalat, wenn euch das interessiert. Aber heute nicht. Heute habe ich dafür keinen Nerv. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Ihr könnt sehen, das Öl, das ich in meiner Wokpfanne habe, da steigen kleine Bläschen auf. Und jetzt können wir in das heiße Öl schön die Blumenkohle schön zum Braten geben. Deshalb habe ich die nämlich nicht gekocht vorher, sonst wären die zu weich. Und wenn ich die dann hier nochmal schön ins Öl gebe, dann haben wir am Ende zu viel Mousse. Deshalb tue ich die vorher nicht kochen, sondern einfach nur ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, heiß kurz abdämpfen oder wie man das auch immer nennt, also was ich da gemacht habe. So, und jetzt lasse ich die hier drinnen schön frittieren, braten, wie auch immer. Und während die hier drinnen sind, kommt dann die nächsten da noch mit rein. Ich habe da ja. Und das falsche Schnitzel ist auch noch da. Muss ich auch noch mit reinmachen. Und während das gessen Ganzen mache ich noch schnell die Nudeln. Übrigens, wenn ihr genauso Sparfüchse seid wie ich, nehmt ihr das Wasser, was ihr zum Dämpfen von dem Blumenkohl genommen habt, gießt noch ein bisschen heißes Wasser drauf, stellt das auf den Herd und macht das nochmal heiß. Und braucht ihr nicht so viel Wasser verschwenden. Wer kein Sparfuchs ist und nicht so Wert drauf legt, kann sich natürlich auch frisches Wasser nehmen. Aber ich bin der Meinung, das Wasser ist schon gesalzen und es war auch schon mal heiß. Und da kann ich das nochmal für die Nudeln nehmen. Ob da ein paar paar Blumenkohlreste drin schwimmen oder nicht, ist ja nicht so schlimm. So, beim Blumenkohl immer schön drauf achten, ein bisschen wenden nebenbei, dass nicht alles von einer Seite schön braun wird, sondern alles von allen Seiten schön ein bisschen braun wird. Ja. Und wenn Marco gleich kommt nach Hause, ist das Essen soweit fertig. Ich freue mich. Und noch ein Tipp von der Crazy Cooking Queen. Wenn ihr ein bisschen Fett sparen wollt, nehmt es mit der Schaumkelle raus und nicht mit einer normalen Kelle. Dann kann nämlich das Fett schön ablaufen. Und wer es wie ich mit der Leber hat oder mit der Galle, tut das Ganze dann auf ein bisschen Küchencrepp abtropfen lassen, bevor es auf den Teller tut. Damit das heiße Fett nicht so oder nicht so viel Fett auf die Teller landet. Wenn das Fett nicht auf den Tellern ist, kann man es nämlich nicht mitessen. Und ich mit meiner Leber bzw. mit meiner Galle mache das eigentlich immer, dass ich fettige Sachen vorher erst aufs Küchenkrepp lege. Das Küchenkrepp saugt dann das Fett auf und das Essen bleibt dann schön knusprig, aber halt nicht so fettig. So, und jetzt richte ich das Ganze noch schön auf die Teller an. Ich hoffe, das gelingt mir heute ein bisschen besser als beim letzten Mal. Ich habe auch ein bisschen geübt, gebe ich ehrlich zu. Ich mache zuerst ein schönes Nudelbett. Einmal für mich und einmal für Marco.
Bei Marco seht ihr das falsche Schnitzelchen schon drauf liegen. Da wird er sich hoffentlich freuen. So. Und dann lege ich jedem so 2, 3 Blumenkühlchen. Ich hole mir meine Gabel. Kleinen Moment. Mit der Hand ist es doch etwas zu heiß. Und dann lege ich so jedem 2, 3 Blumenkühlchen hier auf den Teller. Mir reichen 2. Kommst du her, du kleines Biest? So. Von Marco nehme ich 2 große. Dann hat er auch 2. Aber ihr wisst ja, das Essen wird bei mir nicht weggeschmissen. Bei mir gibt es das dann einfach nochmal am nächsten Tag aufgewärmt. So. Und weil es keine Soße dazu gibt, habe ich mir gedacht, ich habe hier noch einen kleinen Rest Käse übrig. Streue ich noch ein bisschen Käse drüber. Ihr wisst, ich liebe Käse. Und ein Essen ohne Käse, bei mir geht eigentlich gar nicht. Dann streue ich ein bisschen Käse drüber. So, das war's heute. Schönes, einfaches Essen und vegetarisch. Und ich freue mich, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr mir Kommentare schreibt. Und ich hoffe mal, beim nächsten Mal ist auch wieder der Marco mit dabei. Ich sage Tschüss!